Wir sehen auch heute, dass es der wesentliche Treiber ist. Also Firmen müssen heute schon den CO2-Footprint ihrer Produkte nachweisen und da kommt eigentlich ein riesengroßer Market Pull plötzlich, dass es einfach benötigt wird. Ja, es ist immer die Frage, ist es Technology Push, ist es also Selbstzweck, sowas zu tun oder ist halt wirklich eine Notwendigkeit da? Und wir merken, es ist die Notwendigkeit da, dass genau diese Dinge passieren und jetzt entwickeln wir hier die richtige Technologie. Wir haben in der Smart Factory und auch am DFKI in meinem Forschungsbereich jetzt Forschungsprojekte, die genau in diese Richtung zielen. Zum Beispiel ein Projekt Research, bei dem es genau um diese Lebenszyklusakte geht, Lebensdauerakte, wo ich halt ja, für das Recycling entsprechend die richtigen Informationen hinterlege, dass ich weiß, was ist denn das eigentlich mal gewesen, die ersten Ansätze. Wir starten jetzt demnächst ein Projekt KI for Ether im Sinne der Energieminimierung, des Verbrauchsminimierung, wo es genau um dieses Thema CO2-Footprint geht. Also auch die Forschungslandschaft, die Forschungsprojekte merken, dass da was jetzt passieren muss und das geht entsprechend vorwärts. Und bei uns ist das Schöne, dass wir alles, was wir in diesen Forschungsprojekten halt erarbeiten, auch direkt in unseren Demonstrator einbauen. Wir haben unsere große Landschaft hier. Man sieht, es ist ja nicht nur der Production Level 4 Demonstrator, sondern es ist auch der Industrie 4.0 Demonstrator von vor 2014 oder an meinem Lehrstuhl an der Uni, wo wir noch Roboter haben, mit denen wir entsprechend bearbeiten können. Und wir können das alles miteinander vernetzen und auch unsere Partner. Ja. Bei IBM haben wir gehört, ist das Qualitätssicherungsmodul und so bringen auch andere Partner bei uns, aber auch in Europa aus unserem Smart Factory EU-Verbund halt entsprechend ihre Ressourcen ein. Und so soll ein riesengroßes Netzwerk stehen, wo das, was wir in den Forschungsprojekten erarbeiten, auch praktisch erprobt wird und gezeigt wird. Und so kann man es wirklich in der Produktion einsetzen.